So, weiter geht's heute mit unserer Karriere nach der zweiten Saisonniederlage. Einer, nicht eingeplanten, muss ich zugeben. Einer nicht wirklich eingeplanten. Geht's heute mit dem nächsten Duell gegen Cea Osasuna zum vorletzten Mal. Die sich heute sehr viel vorgenommen haben. Zwei Mannschaften, die heute überzeugen, die heute auftrumpfen wollen. Wir sind live dabei, hier im San Mames. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mames stattfinden wird. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer setzen. Ja, nach dieser 1-3 Niederlage bei Girona. Sie war vermeidbar vor allen Dingen, weil wir die Chancen hatten zum Ausgleich. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Es ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Na gut, wie dem auch sei. Es ist halt so. Auf geht's, los geht's. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Na klar ist die Niederlage bitter, aber es ist halt jetzt nicht zu. Ist halt so jetzt. Gut, Girona war jetzt kein Team, was jetzt unten nur drin steht. Nicht ungefährlich, Steilpass. Maurice! Gute Idee. Aber noch nicht so gut umgesetzt. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Euer Sabal. Sabal! Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Es ist erstaunlich, wie schwer sich Barca in dieser Spielzeit tut. Ich habe auch gedacht, irgendwann kommt doch das große Aufbäumen, aber nix da. Ah, oh, da könnte ich es machen. Und den hält er fest, gut gemacht. Schade. Wir wollen zumindest das letzte Heimspiel der Saison gewinnen. Guter Pass. Den Ball hält er gut. Das wenigstens das letzte Heimspiel der Saison wollen wir gewinnen. Jetzt kommt die Ecke. Leichter Ball für Unai Simon. Zubeldia, der Konter. Euer Sabal. Der läuft jetzt erstmal durch. Oh ja, Sabal, Kreuz 1-0. Das, was sie nur am besten können, nämlich den Konter zu setzen. Nach einer gegnerischen Ecke. Zubeldia, oh ja, Sabal, 1-0. Führung
Chelsea. Jetzt vielleicht über außen. Die Flanke jetzt. Das Tor. 2-0. 2-0, wie mir hat der denn reingegangen? Wer war es überhaupt? Sanchez oder wer? Nö, nee, Moni war ihn. Ja, schon in der, bei der 1-3 Niederlage in Girona das Tor gemacht hat. Boah, den hat er reingemümmelt da. Präzision, Druck, einfach nur gut gemacht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Komm jetzt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Du hast aber gut gemacht da. Mit dem Tempo über die Außenbahn. Der hat viel zu viel Platz. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Sie bekommen den Ball nicht raus. Und jetzt der Schuss. Den er zeigt. Und der gibt Elfmeter. Man hat der nicht schon mit Hinspielen Elfmeter verursacht? Ja, klarer Elfmeter. Ja, unser Keeper darf auch nochmal auf sein Tor, aufs Tor schießen. Unai Simon. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Bloß jetzt heute nicht irgendwie. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da ein Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Oder ist Simon natürlich klar, ja, ist das Saisontor. Aber ist auch nicht seine Aufgabe. Ball draußen wird Einwurf geben. Aber wie gesagt, heute mal nicht irgendwie irgendwelche Experimente. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Drei. Es gibt ein Tor im Metropolitano. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier das erste Tor für Barcelona. Torschütze hier ist Rafinha. Gefährliche Szene. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war also Barcelona spielt gegen Atletico 1-0 übrigens. Für den FC Barcelona. Das war der kurze Blick auf den anderen Platz, den wir leider unterbrechen mussten. Tor also für den FC Barcelona. Sie führen nun mit 1:0. Die Chance für Williams. Williams, Rainer mit 4:0. Osasuna wird nach Hause geschickt. Die blutet jetzt für diese 1:3 Niederlage. So, da ist er, Williams. Sie liegen deutlich vorn. Sie unterstützen gut. Jetzt ist er vorbei. Boah, das war ein Sonntagsschuss. Tor Nummer 5 in diesem Spiel. Niklas Füllkrug. Ja, da war überhaupt nichts zu halten. 20 Meter. Den knallt er mit 120 km/h rein. Das war nichts zu halten.
Oder ist Simon? Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Da setzt er sich gut durch. Klasse Chance jetzt. Weiter gefährlich. Man hat die Riesen da. Und dann marschiert er mal kurz der Jaki einfach durch. Ich halte nur den Keeper. Ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Er ist heute einer der auffälligsten. Er hatte hier schon einige gute Szenen, aber mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Also, Real führt dazu gegen Girona. Der Ball rollt wieder, ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1. Muniain, der haben wir Tempoball. Chance für Muniain. Super gehalten von Aitor Fernandes. Und Aridane, der verursacht den nächsten Handelfmeter. Auch der passt. 5-1, Williams. Vidal. Iwobi. Ja, setzt sich schön durch. Jetzt können sie es machen. Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Auf außen ist Platz. Maurice, der Franzose. Was für eine Chance. Trotz Führung spielen sie weiter offensiv und werden hier fast belohnt worden. Sie sind heute einfach sehr offensiv stark, immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, um die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Moi Gomez. Da geht er vorbei. Der ist noch heiß. Super! Und Luna ist Simon, den zweiter der Bär. Weltklasse gegangen. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Ecke in die Mitte. Aber dann machen sie doch nichts aus diesem Angriff. Flanke geht in den Strafraum. Happy. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. In der La Liga Santander geht es dann bald weiter. Ah, lieber konnten sie den nicht setzen. Dann geht es auswärts gegen den FC Sevilla. Und da freuen wir uns auf ein zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Und durchatmen, er hat den Ball. Viel mit Auge. Da ist er jetzt durch. Sie lassen nicht. Und wieder ist es ein Konter. Im Spielstand gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Oder meinen Sie es eigentlich gut? Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Gar kein Zweifel. So, jetzt gibt es den Handel wieder auf der anderen Seite. Der dritte übrigens in der Partie heute. Du Rosabel mit dem Handelfmeter. Ja. Und er macht es selber. So, Niklas Füllkrug, zweites Tor, 6-2. Den Elfmeter hätte er fast gehalten. Wir sehen es nochmal, er ahnt die Ecke. Aber der Ball ist zu präzise, zu hart. Für mich unhaltbar. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6-2 geht es hier weiter. Chance für Muniain. Heitor. Aktion vom Tor.
Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Eck in den Strafraum. Oh, das ist der vierte Handelfmeter in dieser Partie. Mit der Unglücksrabe ist gerade raus. Haridan ist gerade raus und jetzt ist er der Nächste, der den Elfmeter verursacht. Aber auch der Pass eisekalt. 7-2, 73. Enzo Maurice. Da darf der Youngster doch nicht fehlen. So, da kann man jetzt mal ein bisschen wechseln. Wie gesagt, die Jungs haben so aber ihre Chancen genutzt. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Einwurf, der Ball draußen. Gut verteidigt. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Das war ein bisschen zu einfach. Ich habe zu wenig. Die Gelegenheit. Und er ist drin. 7-3. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Heute liefern Sie offensiv beide eine klasse Leistung ab. Über die Defensive hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Oh, bitte jetzt keinen Gelb vom Lassen. Keinen verletzten Spieler noch. Alle Infos jetzt im Studio. Sola, Williams, nächster Treffer, Guruseta, 8-3. Tollen Parade und es war wichtig, dass sie danach setzen, dass sie es nochmal versuchen, im Nachschuss das Tor. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers, wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Regulär sind es noch 7 Minuten. So, der nächste Angriff über Oyarzabal. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Super gehalten von Aitor Fernandes. Da kann er erstmal klären. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. So, gelbe Karte bleibt stecken, aber das war dann wohl auch das letzte Einsteigen von ihm, das ungestraft bleibt. Einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Williams. Ist das die Möglichkeit? 3 Minuten. Und dann sogar noch Gabia per Eigentor zum 9. 9-3 Bilbao. Ball wird abgefälscht. Da sehen wir es nochmal deutlich. Und dann gibt es auch nichts zu halten. Erstmal Chancen. Ah, das, wenn er den nicht macht, sieht der Nächste dahinter. Also Tor wäre wahrscheinlich sowieso gefallen. Ganz starkes Spiel. Wir bekommen von beiden Mannschaften einiges geboten. Das macht Spaß, dabei zu sein.
Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Macht er genau im richtigen Moment. Und Galan mit der letzten Szene des Spiels holt sich die Kugel nochmal. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Spiel gewonnen, dazu den Elfmeter verwandt. Ja, 4 Handelfmeter in einer Partie, ey. Und selbst Unai Simon hat getroffen. 20-10 Torschüsse. So, das war die Partie. Und den Saisonabschluss gegen Sevilla, den sehen wir uns in der nächsten Episode an. Mit der Sevilla haben wir nämlich noch eine kleine Rechnung offen, zumindest was die Liga betrifft. Ich will mich zumindest nicht in der Liga nochmal schlagen lassen. Gut, ich bin raus für heute. Bis morgen. Ciao. We'll be right back.